Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge Advanced Gameplay T10 dabei. Wir befinden uns auf der Map Himmelsdorf und das Matchup sieht nicht so schön für uns aus. Wir sind in einem 10er-Gefecht. Ich bin unterwegs mit meinem guten Buddy Papaschen und wir haben uns dazu entschieden, jetzt hier nach Beurteilung des Setups, obwohl im Gegnerteam E100, ES7, E5, Jagdpanzer E100 sind, durch die Heavy-Gasse hier zu fahren. Ganz einfach, weil wir beide, ich sitze im T10, im RMWZ111, ein sehr vergleichbarer Panzer, keine Gun Depression haben, daher eher nicht so gut auf dem Hill aufgehoben sind. Ihr seht auch, dass ich gleich Heat lade und das hat den Hintergrund, dass ich im Prinzip keine Panzerung habe und dass ich über gelungene HP-Wechsel nur hier zum Erfolg kommen kann. Wir haben beide gesagt, alles klar, wir pushen hier durch die Heavy-Gasse. Da ist schon eine Grille 15, die Grille 15 fährt aber Gott sei Dank weiter. Der T10 ist hier und da ist auch noch eine IS-7, ein Panzer, mit dem ihr euch hier nicht so richtig gerne anlegen wollt in der Panzergasse. Jetzt hier eine kleine Low-Roll, 387 Schaden auf die IS-7 gemacht. Aber was ihr jetzt hier machen könnt, die IS-7 hat das Prinzip der Panzerung nicht verstanden von der IS-7. Ihr seht ja diese Backen immer rechts und links bei der IS-7 und wenn die nicht auf euch zeigen, sondern so angewinkelt sind, wie die IS-7 das da macht, dann könnt ihr mit der Heat-Munition, die über 300 Durchschlag hat, easy, aber wirklich easy, der IS-7 immer wieder durch die Backen schießen. Ihr dürft, wenn ihr in der IS-7 sitzt, nicht den Fehler machen, eure Panzerung anzuwinkeln. Ihr müsst eure Unterwanne verstecken, aber ihr müsst die Front auf den Gegner zeigen lassen. Ganz einfach, weil diese Backen, wenn sie angewinkelt werden, also wenn ihr versucht zu sidescrapen wie mit einem E100, dann werdet ihr regelmäßig von besseren Spielern ausgezogen, weil man da halt mit Heat durchkommt. Ihr seht's, ich habe überhaupt gar keine Probleme mit der Heat-Munition durch die Backen durchzukommen. Wenn er den Panzer auf mich richten würde und ihn nicht so, schlecht anwinkeln würde, wie er es vielleicht mit mir in 100 macht, dann hätte ich schon so meine Probleme. Jetzt hat er nochmal rechtzeitig nach vorne gezogen, sodass ich nicht punktgenau auf die Backe schießen konnte. Aber ich würde sagen, wir ziehen hier ganz gehörig die E7 aus. Das jetzt, würde ich sagen, ein glücklicher Schuss, dass er mit der AP-Munition wirklich oben durch meinen, oder dass er meinen Weakspot hier getroffen hat. Das soll aber auch der letzte Hit gewesen sein, den er uns hier mitgibt. Mal schauen, wenn er nochmal zurückfährt. Da ist wieder der Schuss oben durch die Backe. Also, liebe Leute, wenn ihr in der E7, also dem Nachfolger vom T10, sitzt, tut euch selber den Gefallen. Versucht dieses Sidescrapen bitte nicht, sondern mit der E7 müsst ihr die Front zum Gegner richten. Ihr müsst irgendwo eure Unterwanne verstecken, aber die beiden Backen müssen auf den Gegner zeigen und nicht im 45-Grad-Winkel, so wie ihr jetzt steht. Das hätte er die ganze Zeit machen müssen. Jetzt winkelt er wieder an, jetzt bietet er mir schon wieder die Backe an. Leider diesmal nicht durchgekommen, aber wir haben jetzt die IS-7 so weit runtergeschossen, dass Papa und ich jetzt gesagt haben, alles klar, wir pushen jetzt hier durch. IS-7 hat daneben geschossen, das bedeutet für uns, wir können hier Gas geben. So, ich habe jetzt auch keine Heat mehr. Achso, deswegen bin ich auch noch nicht durch die Backe gekommen, weil ich keine Heat mehr hatte. Soll aber auch nicht so schlimm sein. Wir gönnen uns jetzt hier den T10. Da hinten ist noch eine Grille, die müssen wir auch gleich irgendwie noch loswerden. So, hier, erster Schuss auf den T10. Papa nimmt ihn raus. Jetzt brauche ich auch keine Heat mehr. Es sind eigentlich keine Panzer mehr da, für die Heat notwendig wäre. Aber wenn ihr in der Heavy-Gasse seid, liebe Leute, dann spart nicht an der Heat-Munition, sondern nutzt das, um euer Negativ, eure Negativpanzerung nicht wirken zu lassen, sondern tauscht vernünftig, so wie wir das mit der IS-7 gemacht haben. Manchmal ist man halt der Gekniffene, dann muss man ein bisschen in die Tasche greifen. Auf der anderen Seite habt ihr gesehen, wir haben nur einen Schuss von der IS-7 kassiert, haben der IS-7 1800 Schaden reingedrückt und jetzt haben wir noch unsere AP, die wir hier genüsslich gegen den Jagdtiger einbringen können. Da kommt auch gleich noch ein Leopard PTA. Also wir haben hier noch einiges zu tun. So, mal schauen. Vor-zurückwippen. Jetzt versuche ich hier zu sidescrapen. Ich habe jetzt ein bisschen Glück, ehrlich gesagt, dass der Jagdtiger nur HE schießt, 298 Schaden. Der Leopard PTA macht es schlauer, gibt uns 413 mit. Jetzt müssen wir ein bisschen mit unseren HP aufpassen. Auf der anderen Seite, jetzt wo ich wusste, dass der Jagdtiger HE schießt, war es mir im Prinzip auch egal. Ich muss jetzt nur zusehen, dass der Leopard PTA nicht mehr auf mich schießen kann. Der PTA hat vorbeigeschossen, das heißt, ich kann dem Jagdtiger wieder eine mitgeben. Und diese 200 Schaden, die nehme ich dann in Kauf. Jetzt bounce er sogar mit seiner HE-Munition. Und der Leopard PTA hat jetzt andere Sorgen. Er schafft es trotzdem nochmal auf mich zu schießen und fackelt dann ab. So, können wir nochmal auf den Jagdtiger schießen? Ja, können wir.
Und das war es dann auch schon, aber ich meine, ihr habt gesehen, wie schnell wir hier 4.347 Schaden gemacht haben. Wir konnten sogar einen Kill mitnehmen. Jetzt kommt sogar noch die T92. Ich dachte, das wäre es jetzt, das wäre mein Ende, aber dann hat Papa mich ja zum Glück gerettet. Ich habe in dem Moment, wo ich das Spiel gespielt habe, gedacht, okay, jetzt kommt die T92 da um die Ecke und ich schaff's nicht, mit einem Schuss die rauszunehmen. Aber dann war Papa zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat mich quasi gerettet. 4.785 Schaden, einen Kill. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz die Postgame-Stats an. Das Ganze ist am Ende dann sogar ein Panzerass geworden. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Das wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass wir sehr, sehr viel Schaden an der E7 ausgerichtet haben. 71.899 Credits bekommen. Davon ist jetzt nicht so viel übergeblieben. Das kann ich schon spoilern. 2.149 Erfahrung. In der Teamscore sieht das wie folgt aus. Wir sind mit Abstand, der den meisten Schaden ausgeteilt hat, mit 4.785 Schaden, ein Kill, 1.246 Basiserfahrung. Im detaillierten Report sieht das wie folgt aus. Wir haben 980 Schaden geblockt. Wir haben 368 Unterstützungsschaden, aber das ist jetzt auch ehrlich gesagt zu vernachlässigen. Aber dafür, dass das Gefecht nur 4 Minuten 31 gedauert hat und wir es tatsächlich gewagt haben, in einem 10er Matchup durch die Heavy Gasse zu pushen mit dem T10, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er ein sonderlich starker Brawler ist, wollte ich euch das nicht vorenthalten, dass man durchaus auch gelungen gegen eine ES7 tauschen kann, beziehungsweise eine ES7 ausziehen kann, wenn er versucht, solche Sidescrape-Manöver zu machen, wie er es da in dem Moment getan hat. Also tut euch selber den Gefallen, bitte, bitte nicht mit der ES7 sidescrapen, sondern die Front immer komplett genau auf den Gegner ausrichten. Auch wenn wir jetzt hier 8-mal Heat geschossen haben, weil mehr habe ich auf dem Panzer nicht dabei, haben wir trotzdem noch ein Plus von 3.700 Credits gemacht und ich denke, das war es allemal wert, der Heat-Einsatz gerade gegen die E7 auf Himmelsdorf in der Schlachtergasse. Da wollt ihr nicht die ganze Zeit bouncen, sondern da wollt ihr verlässlich euren Schaden anbringen, um dann schnell auch durchzutanken, um hinten raus im Late-Game noch mehr Schaden zu machen. Also, das Video war jetzt hier nicht besonders lang, das war aber das erste Mal, dass wir tatsächlich in einem 10er-Gefecht mit dem T10 angekommen sind und gleich das Panzerass gemacht haben. Ich denke, das war ein eindrucksvoller Beweis, dass wenn man es richtig anstellt, dass man auch durchaus auf der Heavy-Gasse mit gegnerischen Heavys, auch mit 10er Heavys, kurzen Prozess machen kann. Das kann die Kanone mit dem 440 Alpha-Schaden, dem verhältnismäßig schnellen Reload, der Heat-Munition, die in besonderen Momenten, wie jetzt hier gerade gegen die E7, dann, wahre Wunder bewirkt. Ich hoffe, das hat euch so einen Eindruck gegeben, wie man den T10 auch spielen kann. Ihr solltet das aber nicht alleine machen. Ihr solltet, wenn dann, als Unterstützungspanzer in der Schlachtergasse zum Beispiel fungieren. Oder ihr seid mit einem starken Platoon-Mate unterwegs, dem ihr vertraut, der auch in der Lage ist, euch zu unterstützen. Dann könnt ihr natürlich auch sehr, sehr aggressiv, so wie wir das hier gemacht haben, in der Panzergasse agieren. Ich hoffe, es hat euch wieder weitergeholfen, so ein bisschen auch eine Leistungsschau, was kann denn der T10, was kann er ausrichten und vielleicht auch so ein bisschen diesem Argument entgegenzuwirken, dass man ihn nicht als Heavy spielen kann, das kann man sehr wohl, da muss man natürlich aber besonders aufmerksam sein und man muss vor allem ja doch sehr, sehr verlässlich dann auch seinen Schaden anbringen. Wenn wir jetzt hier 4 oder 5 Mal auf die E7 gebounced hätten, dann hätte dieses Gefecht sicherlich anders für uns ausgesehen und dann hätten wir das Gefecht vielleicht auch verlieren können, weil wir dann nicht diesen Einfluss auf das Spielgeschehen hätten haben können, wie wir ihn jetzt hatten. Also, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Auch an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank an jeden neuen Abonnenten. Ich freue mich wirklich riesig. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Advanced Gameplay mit Mausakrobat. Vielen, vielen Dank fürs Schauen. Haut rein!